So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wieder mal am Samyang Sunday, denke ich, denn ich habe was Neues gefunden für die Samyang-Nudeln, die ich ja immer so gerne esse. Denn Pupsi geht immer ins Kaufland und besorgt sich so einen Beutel hier, tiefgekühlt, von diesen panierten Hähnchenbrustfilets. Da gibt es zwei verschiedene Farben. Das hier ist der blaue, das andere ist, glaube ich, gelb. Da ist irgendein Unterschied, ich kann es euch gerade nicht sagen, vielleicht von der Panade her oder die anderen sind schon geschnitten. Das ist ein ganzes Ding. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, ist von Rosie und Jim, All About Food. Ein Familienunternehmen, das seit mehr als 25 Jahren gesunde, glutenfreie Hähnchenprodukte herstellt. Unsere Leidenschaft für gutes Essen bietet erstklassige Qualität, leckere Mahlzeiten, natürlich und wie hausgemacht, die einfach zuzubereiten sind. Rosie und Jim McLovlin. Hier ist sogar ein Bild drauf. Na, das finde ich sehr gut. Das ist sehr persönlich. Hier ist ein Bild drauf von den beiden. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber Pupsi hat das irgendwann mal gekauft. Und hat das seitdem immer wieder gekauft. Und irgendwann habe ich gedacht, was isst sie denn da immer? Das ist ja ein richtig wie ein Schnitzel, aber ein richtig fettes Hähnchenbrustfilet. Und wenn ich mir dann irgendwann Samyang gemacht habe, die Cheese-Nudeln im Topf, und sie hat gesagt, es ist noch ein Filetstück übrig, sie schafft es nicht mehr, habe ich mir so ein ganzes Ding genommen und habe das dann in den Samyang-Nudeltopf reingeschmissen und habe das dann irgendwie dazu gegessen, dass du diese Samyang-Nudeln hast, die Schärfe hast, den Käsegeschmack hast und auch eben das zarte, leckere und aber auch gleichzeitig knusprige Hähnchenbrustfilet. Das halten wir jetzt mal kurz so rein, weil darum geht's heute. Da ist in der Tüte, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 oder 5 Dinger sind da drin, die sind halt jetzt nur so groß, ne? Also da habt ihr so einen Fleischklumpen Hähnchenschnitzel sozusagen, was ihr denn im Backofen schön warm machen könnt, dass das richtig schön knusprig und brutal ist. Dieses eine Ding ist jetzt übrig und damit möchte ich jetzt ein kleines Experiment wagen. Aber erstmal muss ich das jetzt hier aufwärmen, weil das ist ja schon wieder kalt, das gab es nämlich heute zum Mittag. So, das Ding ist jetzt fertig. Das dampft ein bisschen auf dem Teller, hat sich auch so Kondenswasser abgelagert. Ne? Wir schmeißen das jetzt einfach mal hier auf den Teller. Ihr seht den Teller aber nicht, das heißt, wir schieben euch jetzt mal hier runter. Ich werde das jetzt hier in so Streifen schneiden. Alter, wie pappig ist das plötzlich? Das war doch heute so schön saftig, als es aus dem Ofen kam. Ich hoffe, das ist jetzt nicht fotztrocken, obwohl es gerade so wirkt. Also macht nichts in der Mikrowelle warm, das macht alles kaputt. Wie man halt einfach überhaupt gar nicht mehr schneiden kann mit dem Ding. Ich glaube, das Video ist jetzt schon der Fail des Monats, weil das Ding besteht jetzt hier aus 10.000% einfach nur noch Panade, die jetzt richtig fest und brutal ist. Das ist jetzt auch nicht viel, das sieht nicht schlimm aus. Aber ich will jetzt mal was Bestimmtes machen. Und zwar nehme ich mir jetzt mal die Bulldog-Soße aus dem Tütchen raus von dem Samyang und kippe mir die Bulldog-Soße über unser Fleisch. Das sieht dann ungefähr so aus. So, hier vorne, da hinten, da drüben kommt jetzt hier die Bulldog-Soße drauf. Die natürlich bei dem Bulldog Cheese ist die halt auch sehr scharf. Also wenn ihr Carbonara kennt, das kennen ja wahrscheinlich die meisten, das ist etwas milder. Die Cheese, die ziehen schon ein bisschen an. Den meisten sind die halt einfach zu scharf, aber denen ist wahrscheinlich auch Carbonara zu scharf. So, jetzt haben wir das Ding ein bisschen in die Samyang Bulldog Soße gepackt, haben ja aber noch das Käsepulver. Das will ich jetzt auch einfach hier drüber streuen. Es ist wie gesagt ein Experiment. Jetzt träufeln wir das hier so drüber, dass das bedeckt ist, das ganze Käsepulver. So. Es sieht halt jetzt nach nichts aus. Irgendwie hätte man da 2, 3 so Fleischbrocken gebraucht, dann wäre das bestimmt besser gewesen. Jetzt ist das Ding hier fertig, sieht aus wie ein Klecks sonst was. Ich brauche jetzt aber noch meine Nudeln. Dafür gehe ich kurz rüber und hole die Nudeln. So, Nudeln sind am Start. Hier noch in dem, in dem Ding. Jetzt weiß ich nicht mal, wie das heißt. In dem Nudelsieb, genau.
Wir legen die jetzt einfach gekonnt hier drüber. Sieht jetzt aus wie kleine Maden, da hinten diese Stückchen. Das dampft jetzt auch richtig schön. Wir decken das jetzt einfach zu. So, jetzt sieht das nämlich gefühlt nach gar nichts aus. Ist wie gesagt ein Experiment, was ich jetzt mal wagen möchte. Normalerweise mache ich mir die Samyang-Nudeln immer zwei Portionen in den Topf, mache die Soße drauf, mache den Käse drauf, rühre das alles schön rum, dass die Soße sich auf den Nudeln verteilt, dass das eine richtige Pampe wird, die aber eine richtige Käsenote hat, die Nudeln schön rot sind, in der Soße drin. Und dann nehme ich das Stück Fleisch auf die Gabel, so esse ich das sonst immer, beiß von der Gabel von dem Stück Fleisch ein Stück ab und pack mir ein paar Gabeln von den Samyang-Nudeln hinterher. Aber weil ich das ja immer so mache und das ja irgendwie Quatsch ist, dass du einfach ein Stück Fleisch in die Samyang-Nudeln wirfst, ne, muss das was Besonderes sein, dass du die Soße auf das Fleisch machst und das Käsepulver und es dann irgendwie so isst, wie es dann jetzt eben ist. So, versteht ihr das? Ich bin mal gespannt, das ist bestimmt der Fail des Jahrhunderts, weil das Fleisch jetzt irgendwie schon so übelst Knüppel hat und trocken war. Das musst du, wenn du das erste Mal im Ofen machst, dann nehmen, dann essen, dann sieht das bestimmt nach was aus. Wo habe ich denn jetzt hier ein Stück Fleisch? Oh mein Gott. Irgendwie hier vom Rand, irgendwie auch mit Soße, da tropft die Soße jetzt leicht runter. Wir werden uns gleich ein paar Nudeln hinterher schleudern. Das machen die Katzen schon wieder. Also die Konsistenz ist jetzt wie Kaugummi, wie ein übergroßes, fettes Karamellbonbon, so ein richtiger Plombenzieher, wenn ihr das Fleisch kaut. Ah. Aber der Geschmack ist immer noch da. Ich merke die Samyang-Soße, ich merke die Nudeln, ich merke das Käsepulver, diese schöne Käsenote dabei. Ich merke den Geschmack trotzdem von dem Hähnchen, dass ihr zu diesem Hot Chicken Flavor Nudeln einfach Hähnchenfleisch isst. Ist einfach mega genial. Ich werde mich jetzt hier mal durchkauen. Das ist halt alles fest. Das dauert bestimmt alles ein bisschen. Aber wir werden es mal kurz irgendwie zu Ende essen und schauen, wie sich es noch entwickelt. Guck dir das Fleisch an. Das ist jetzt so zäh wie ein Stück Ente beim Chinamann. Wenn die also das Hähnchenfleisch 20 Mal warm machen, können sie es als Ende verkaufen. Ist auch eine gute Idee. Aber die Samyang-Soße passt einfach so genial zu diesem Fleisch. Deswegen, wenn ihr mal im Kaufland seid und an der Gefriertruhe vorbeilauft, haltet mal Ausschau nach so einem blöden blauen Beutel. Mit so Hähnchenbrustfilet, wenn ihr das frisch macht, ist das einfach ein Genuss und passt mega gut dazu. Also ihr seht, man kann die Nudeln dann immer noch schön in dem Fleck Soße, der da ist, rumwurschteln, dass sie auch nochmal schön die Soße aufnehmen und die Nudeln sich dann wirklich rot färben. Das ist wichtig. Dann kriegt ihr auch den Samyang Lippenstift. Wenn ich mit dem Messer noch weiter rangehe, dann sind die Lippen immer rot. Und was man halt auch sieht, die Nudeln, die sind halt immer noch schön dick, schön fest, hängen noch gut zusammen. Ich lege die immer nur ganz kurz in kochendes Wasser, dass sie ein bisschen auseinandergehen von dem Netz, aber trotzdem noch schön fest bleiben. Ich habe das einmal gehabt, habe ich die länger drin gelassen. Die Nudeln waren so weich wie Matsch. Also du kannst ja alle Nudeln zerkochen, aber die meisten sagen, ah, oh, mach's schön weich, ne? Aber ich brauche das so, dass das auch nochmal schwer im Magen liegt. Dann ist wirklich alles falsch gemacht. So, ein kleiner Krümel. Von dem Hähnchenbrustfilet ist noch da.
5 Euro, ich habe den Preis gar nicht gesagt. 5 Euro, also 4,99 kostet, glaube ich, so eine Packung mit 4 solchen Hähnchenbrust-Filetstücken. Ist das günstig, ist das teuer? Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, es schmeckt mega genial. Müsst ihr selbst entscheiden. Ich werde jetzt die restlichen Nudeln auch noch essen. Aber sie hat immer noch schön mit Cheese-Soße, mit Samyang-Soße, mit Cheese-Pulver, allem drum und dran. Cheese einfach immer noch meine Lieblingssorte. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Immer der Samyang Lippenstift. Beste.